Jo, meine Leute, es geht wieder um ein neues Waffenreview, diesmal um die M4M Custom. Und, ja, kommen wir doch mal gleich zum Punkt, wie man sie bekommt. Und zwar, früher hat man sie durch den Black Market, naja, auch heute noch durch Black Market, immer durch Coupons und CP Crates bekommen. War einer der ersten CP Crates, im Game. Und, durch Coupons konntet ihr sie ebenfalls bekommen, und zwar da hat sie 60 Coupons gekostet. Heute kostet sie 80 Coupons. Krass, finde ich. Also, dass sie das teurer gemacht haben. Aber na schön, wenn die sich eine andere, also wenn die von Z8 Games sich nicht an andere Ideen einlassen, und zwar das teurer machen auch noch. Weil eigentlich ist die M4 Custom eine Allround-Waffe und eigentlich sollte sie günstiger sein, denn auch wenn sie jetzt schon jeder hat, ist sie dennoch richtig geil. Und da geht das schon klar. Wie kann man präzise rechtsklick, kann man den Zoom aktivieren. Jawohl. Nein, nicht Zoom, sondern Red Dot. Das ist richtig geil, denn es geht auch bei den anderen M4 Custom Versionen. Naja, bei M4 sind wir nicht, da hast du ja nur einen Zoom. Aber hier ist wirklich so ein Scope, das finde ich so hammergeil. Also, es lohnt sich auf jeden Fall, die zu holen, wenn man sie noch nicht hat. Aber ich bezweifle das, denn eigentlich hat die so gut wie jeder. Ist ja eigentlich die meistbekannte, meist aufgepickte Waffe im Game. Also, wirklich, lass sie einmal auf den Boden fallen und jeder pickt sie. Oder eben halt die Lows picken sie. Was heißt die Lows? Low Rank, meinte ich. Oder eben halt die, die sie noch nicht haben. Ich meine, der mit dem besten Off-Effekt. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Da schlägt der gleich zu und nimmt die M16. Das ist geil. Okay, ich bin mal gut mit dich. Und zwar, ja, von der Munitionverteilung hat sie dann 35 zu 105 Munition. Vom Gewicht her wiegt sie eigentlich genau wie die M4. Ist nicht wirklich anders mit der. Denn eigentlich ist da ja nun Scope, Flashlight, Red Dot und Schalldämpfer dran. Ist ja nicht weitaus schwer, würde ich sagen. Ja, vom Punkt aussehen, eben halt wie gedacht gerade. Achso, hinten ist eine andere Schulterstütze. Dann ist da ein Red Dot, Magazin ist immer noch gleich, also Vordergriff sieht auch ein bisschen anders aus. Na, da ist noch so ein Laser oder eben halt ein Flashlight, weiß ich nicht, und eben halt der Schalldämpfer. Ich würde jetzt gerne in der MPS Server zeigen, jedoch habe ich keine dabei. Jedoch wisst ihr das sicherlich, dass die M4 ADVs allgemein einen dickeren Schalldämpfer haben. Hingegen zu der M4 Custom. Naja, sonst würde die ja genauso behindert aussehen wie im Crossfire durch die M4 Custom. Ich bin echt stolz darüber, dass wir nicht so eine behinderte M4 Custom haben. So wie die in Europe. Egal, ja, mir gefällt das Aussehen sehr gut. Von der Farbe hat sich leider nichts geändert. Naja, heißt auch nur Custom. Eben halt eine modifizierte Version der M4. Und ja, das ist die normale M4 und ihr seht schon, dass die mehr Krach macht als die normale M4. Naja, das ist die normale, die M4 Custom. Die M4 Custom ist ja einfach nur eine modifizierte Waffe, modifizierte Version der M4 Custom. Die ziehen sich gleich schnell raus, haben auch eigentlich die gleiche Reload-Time, 2,4 Sekunden und bis sie zu Ende geschossen sind, also ein Magazin weg, 35 Bullets, dauert bei der M4 Custom 3,4 Sekunden. Zwar echt viel, naja, aber na schön, ich zeig dir einfach mal die Sprüh an der Wand. Okay, erstmal im Scope. Würden die jetzt nicht weggehen, würde es ein T sein. Und zudem ist der Schuss langsamer. Ja. Ihr seht schon. Der Schuss ist wirklich langsamer, wenn man im Scope ist. Und ich versuche jetzt einfach mal so weit zu töten. Und klappt den halt nicht. Oh, das klappt. Oh, kurzer Lag. Okay, ja, es macht auf jeden Fall Spaß, mit der zu zocken. Ihr habt sie sicherlich schon bestimmt, wenn nicht, dann nicht. Dann holt sie euch einfach, versucht sie per Quell zu gewinnen oder dreht einfach auf andere Waffen, dann bekommt ihr Coupons, dann könnt ihr die nachher einlösen gegen eine Coupon M4 Custom. Macht ja eigentlich keinen Unterschied, wenn man sie durch Trades oder so gewinnt. Auf jeden Fall, ich denke mal, das war's. Die ist einfach nur eine Allround-Waffe, man sieht sie in jedem Mode
Und Dankeschön fürs Zuschauen. Und schaltet einfach mal ein. Abonniert Fresh Bananarama genauso wie Stanley Archie. Bis dann.